Ja, ihr habt die. Warte, ich kann sie nochmal rausfahren lassen. Ach, Ja, über mach den. mal. Ja, mach mal. Boah, lass mal in Sicherheit Ja. fahren. Aber irgendwo nochmal eine Zugangsstelle hinbauen außerhalb. Okay. Bevor die auch wieder verschwindet. Ah, mach das mal lieber, ja. Tschüss. Ja, wie Ach, die ist stumpf du auch aus. cool. Ja, und die Ja, Räder drehen sich nicht. die andere sah cooler aus. Ja. Wie schnell die fährt, ey. Na, Der war ganz die gut. ist aber nur halb so schnell wie die andere, ne? Ja, die fährt aber trotzdem. Wie schnell fährt denn die? 86, ne? Plus 13. 86, genau, die andere ist 180 plus 30 Ja. oder so. Alter. Und die hatte das Dreifache an Beschleunigungsleistung. Ja, nee, ist klar. Brauchen wir erstmal nicht, so groß ist Also. die Map noch nicht. Das Ding ist rein theoretisch, wenn wir Erze holen wollen, Die Strecke unten ist fertig, ja. brauche ich mal drei Waggons. Boah, drei oder vier. Kriege ich hin. Drei, vier, ja. Weil da Nochmal brauche ich vier, ich glaube Waggons vier zur her. Standard, oder? So ist ziemlich. Wobei, wenn die, oh, da kann ich gar nicht langfahren. Da waren ja die Klippen. Ja, kann ich auch nicht mal gucken, nachdem wir von der Forschung her, ob das in Reichweite ist, aber jetzt ja nicht viel kostet. Brauche ich denn da jetzt nochmal? So halb in Das mischt Reichweite. wieder Klippen, oder? Was ist das denn? Ja, Was ist das denn hier für ein katastrophales Schienensystem? Ja, ist nicht so optimal. Drücke ich jetzt zu. Also. Ich baue jetzt mal eine Umgehung hier hin. Mach mal. Ah, müssen ein bisschen was forschen dafür. Ist nicht so angenehm. Drei Forschungen sind es, glaube ich. Mit Grün. Ja. Brauche ich denn für die Dinger jetzt noch mal? Aber natürlich. Oh, stimmen wir mal da paar von hier. Ja, aber total provisorisch aus gerade. Jetzt auch eine Runde drehen. Ja. Mit der Ja, Schienen dann bauen. mach mal. Ja, du bist Trotzdem. jetzt auf dem funktionierenden Gleis. Okay, ich geb da Gas. Alter, Junge, wie schnell es ist. Oh fuck. Ja. Ja, Ja, ich hab gesagt, deine Kreuzungen sind nicht optimal. Ich hab die noch nicht fertig gebaut hier unten. Hätten wir auch gerade so auf. Alter, ich fahr einfach rückwärts, ist ja schnell genug, das Ding. Da So. kann ich auch nicht durchfahren. Ich probier's mal aus, komm. Achtung. Kannst gleich mal zwei Waggons abholen, ja. Dann in den. Glaube ich jedenfalls, Oh oder? nein, ich kann ja gar nicht. Oh, ich kann ja gar nicht Doch. drehen, weil da nochmal Klippen kommen. Nein, du bist auf der richtigen Seite. Ja. Denkst Boah, du? was ist Also, du das? kannst. Oh. Was passiert denn, wenn ich jetzt da rauf drücke und das ändern will? Also, wenn die Lok gleich weg ist, weiß ich, was die Ursache ist. Ja, ich fahre damit gerade. Dürfte Bist du immer noch eigentlich da? nicht. Ja, ich bin noch da. So, Sehr Maxine, jetzt ein schön. Problem. Ich Scheiße. bin auch schon unterwegs. Ich habe auch Schienen dabei, warte. Umgehung. Irgendwie. Ui. Ach, Scheiße, noch mehr Klippen. Nein. Klappt nicht, machen wir bitte. Irgendwas. Ein Waggon könnt ihr gleich schon mal abholen. Nein, verdammt. Läuft.
Hä, das geht jetzt oder wie? Eben nicht. Oh nein, die eine Ecke geht immer noch nicht. Oh. Jetzt geht's. Ja, perfekt. Achtung. Du kommst. Oh. Ach, scheiße. Du musst schon abbiegen. Nee, muss ich gar nicht. Wäre wahrscheinlich auch noch sinnvoll, das dann wieder aufs eigentliche Gleis zurückzuführen. Ja. Eigentlich schon. Also ich könnte mal nochmal einen Anhänger abholen. Zurück. Aber ich weiß noch nicht, wie man den da rauskriegt oder hängt. Da fahr ich erstmal nicht in die Nähe, bevor ich wieder hier verschwinde. ja, wird du halt bloß das Gleis mit dem Zug spawnen? Weiß ich halt nicht. Ach, der wird. Nee, der wird gerade noch hergestellt. Ja. Da ist einer schon drin. Mal die jetzt aus? Gute Frage, nächste Frage, ja. Das ist alles fertig, ich gucke. Waiting for Depot. Oh, warte mal. Ach scheiße, es geht gar nicht, hier ist eine Klippe im Weg wieder. Oh. Die Klippen sollten eigentlich alle umgehbar sein, inzwischen. Auf einem anderen Strang. Ja gut, außer die eine halt. Die tanzt aber auf dem Baum. Dann ist die Strecke vollständig gefahren. Ja. Es sind zwei Waggons drin, jetzt witzigerweise. Jetzt ist hier das Ding, du kriegst hier nicht raus, aber das ist jetzt. Aber was ich gemacht hatte, hatte ich das halt gleichzeitig mit dem Zug gemacht. Ich habe da die Sachen reingemacht, eingestellt, was rauskommen soll. Und da beim Controller oder irgendwo den Zug angefordert. Und dann hat er den platziert, inklusive der Waggons gleichzeitig. Brauchst du echt so viele Dinger dafür? Scheint. Ich habe unten bei der Betonproduktion nochmal Sand reingelegt, dass da noch was hergestellt wird. Aber. Das ist, wie gesagt, habe ich einen Link ja geschickt. Das musst du da mal nachlesen, was da so steht. Aber. Was gehen soll. Ist so super. Also wenn wir vier Waggons wollen, dann brauchen wir noch vier so welche Train-Bilder. Ich habe schon ein paar Gleise im Inventar dafür. Boah, 10. Das Problem ist aber, die Lok, die, wenn man die dann wegkriegt, geht ja gar nicht. Wollen die wieder reinfahren? Und die dann wieder neu bauen? Ich weiß auch nicht. Ach, mit G. Mit G kannst du. Was mit G? Habe ich zuvor rausgefunden. Kannst du den Fahrzeug verbinden? Ja, verbinden, aber du musst erstmal. Das heißt, wenn ihr den Waggon dann auf die Schiene kriegt, könnt ihr die aneinander fahren und dann mit G verbinden. Ich probiere das gerade mal aus. Dann sind die okay, sind die da. Ja. Ja. Was habt ihr gerade gemacht? Ist die Lok weg? Ja, ich stehe auf der Schiene, ohne Lok. Ich hab das Ding abgebaut. Das heißt, die Lok ist wieder RIP? Ja, anscheinend das ist ja. Also sagen wir mal so, wir wissen jetzt, dass die RIP geht, wenn du das Ding abbaust. Dann wird das Problem sein, wir müssten uns festlegen, wo das Ding dann endgültig stehen soll. Wo das, ist doch echt, die Lok nicht, das ist doch echt scheiße, Alter. Die Lok nicht gemacht? Wieder abbauen. Na, anscheinend nicht. Können wir die Lok nicht wieder abbauen? Aber nee, kann die auch bestimmt wieder in das Depot zurückschicken oder so. Ne? Das meine ich, ja. Nicht, weil da waren auch die zwei Hänger drin, die sind auch gelöscht worden, wie ich gerade gesehen habe. Das ist echt nicht cool. Das ist uncool, ja. Du müsstest dich rein theoretisch festlegen, wo die Depots stehen. Damit man von da aus dann die Züge koordinieren kann, ja. Das ist ja doof.
Aha, sehr doof sogar. Ja. Was brauchen wir denn für ein Depot? Das kann auch nicht der Sinn für eine Mod sein, ganz ehrlich, ey. Ja, anscheinend ja doch. Das ist doch... Ne, also wenn man das Ding abbaut, ja, kann auch schlecht der Zug verschwinden. Das können die einfach nicht antun, ey. Oh doch. Nein. Oh doch. Nein. Okay, ich komm runter. Oder wo bist du? Was heißt oben? Ja, da wo der Zug verschwunden ist. Scheiße. Achso, ja, soll ich dich gerade abholen? Wenn du willst. Das, ich hab nämlich einen Zug. Vor allem aber da ist er. Das war ja wohl nix, ne? Nee. Er kommt da. Hallo. Er bremst. Er bremst. Oh, das ist schnell, ey. Geil. Wie sind die eigentlich auch überhaupt nicht mehr zusammengekoppelt, die Waggons? Da ist voll die Luft zwischen. Aber es sind auch kleine Waggons, die ihr gebaut habt, ne? Ja, ja. Alter, schnell, dass die das rückwärts ist. Oh, wow. Sehr geil. Alter, da kann man nicht mal ausweichen, wenn der Zug bekommt. Normal immer so, man kann auch schnell von Schienen wegspringen, bevor man stirbt. 194 plus 29, Alter. Wenn du vom Zug gefahren wirst, dann wirst du nicht mal sehen, von welchem Zug, weil das so schnell war. Ich frage mich nur, wie man die da noch rauskriegt. Die kriegst du, glaube ich, nicht mehr raus. Was, welche? Die Waggons, die da drin sind. Maybe doch. Ich glaube, du musst die Lok erst mit denen irgendwie. Ja, richtig. Mit Lok, du musst mit der Lok rausdingen. Du kannst sie abbauen, ja? Das geht? Ja, ja, ich hab sie jetzt abgebaut. Wir müssen jetzt über ein Train-Depot machen, aber nicht wie hier. Das ist scheiße. Ist zu nah dran. Wahrscheinlich. Wenn ich auf Zahnrad drücke, ist es weg, oder? Was? Weiß ich nicht. Ich habe beim einen jetzt gerade auf Zahnrad gedrückt. Ja. Normalerweise werden sie dann im Inventar hinzugefügt. Hast du es jetzt ins Inventar bekommen, das Ding? Ich sehe es nicht. Und das ist weg, oder wie? Nee, nicht. Ich weiß ja nicht, was ich drin hatte, das ist das Problem. Das ist ja nur eine langsame Lok, da gibt es sogar eine Lok, die 230 fährt. Ach du Scheiße. Habt ihr noch irgendeine Lok, die ihr hinplatziert? Das war doch eben die... ja, ich hab ja noch die zwei. Warte, dann tu mal beim Zahnrad einstellen, welche das ist. Warte. Wobei, die eine, die fährt 302. Alter. Warte mal. Also das ist jetzt... Welche fährt 302? Das ist die ganz einfache, die Evil Zans Loco ist das. Da brauchen wir fünf Rote, eine Steam, ein Rad. 25 Punkte. Ja, das ist aber schnell gemacht. Ja, die könnten vielleicht sogar fertig sein. Nein, glaube ich nicht, aber... Ah, die fährt 302 km/h, die geht ab. Die blaue sieht Trainfield auch interessant aus. Trainfield haben wir oben. Oben. Ich gehe jetzt also noch rote bauen. Da, oder? Da war noch, hier war doch irgendwo ewig viel Trainfield drin. Keine Ahnung. Fehlen noch ein paar blaue Greifer und so, dann könnt ihr noch ein Depot bauen. Ja, dann kannst du im Inventar. Ja, ich brauche nur 40 Gleise, dann kann ich den jetzt bauen. Ich habe 100 Gleise. Die normalen? Standard? Holz in der Schienen. Nee. Das bringt mir nichts. Wo mache ich denn. Wo kommt denn. Macht man denn den Train Fuel? Musst du eine Montagemaschine erstellen? Auch gerade geschaut. Dann stelle ich einfach die hier um. Ja, warum rot? Brauchen wir rote Räder? Machen wir mal so eine Highspeed-Lok. Ich glaube, ich bin gerade zu blöd, das zu finden. Hab's. Ah, dann mach mal. Brauchen wir das Holz? Ja, andere hat mir zu teuer. Ja, wir haben ewig viel normalen Fuel. Eine ganze Holzkiste voll mit dem Zeugs. Wo ist das Ding jetzt? Komm schon. Holz haben wir nicht genug. Also ich will immer einen Zug hingebaut.
Komm durch die Waggons da raus. Ja, brauchst einfach, einfach wieder ein paar Hand ab oder so. Ja, du wolltest. Das passt, sollte jetzt passen. Ja, baut jetzt. Dann müssen sie automatisch hin platzieren. Ich werd das Ding hier mal abbauen. Ich hoffe, das durfte ich jetzt. Hoffentlich, was ist kein Fehler? Nee. Kostet? Fuck, wo baut das hin? Ich brauche ja irgendwo mal Platz. Ich mach das gerade mal hier unten hin. Provisorisch. So, hier kommt jetzt die Haltestelle hin. Keine Ahnung. So. Warum baust du die nicht gleich oben hin? Nee, also nicht Haltestelle, sondern Depot halt, wenn da stehen kann. Ich hab warum habe ich 70 Gleise im Inventar? Keine Ahnung. So, das wird jetzt einfach Train Depot 1. So. Das ist einfach nur 1, mir egal. Ich hoffe, es ist noch nicht so spät. Ich weiß, der Zug ist noch nicht platziert. Ja, sehr gut. Ich komm. Lauf. So, nichts machen. Warte. Jetzt musst du den Zug anfordern. Oder ja, richtig. Du weißt, dass du den nicht mal hinlaufen musst. Ja, theoretisch. Boah, die Dinger herstellen dort eine Ewigkeit. Eieiei. Haben wir noch ein Zugsignal? Ich glaube nicht. Ah, ich hab eins. Alles gut. Hast du. Warum nicht? Das ist kein Scheiß. Aber funktioniert. So. Was ist jetzt passiert? So. So, so und so. Dispatching the Train steht auch da dran, ne? Ja. Warum macht das nicht? Weiß nicht. Was brauch ich denn nochmal dafür? 25. Initiate Request Trains. 1 von 1. Warte, das hier vielleicht. Ja, 1 von 1 ist halt, stimmt halt vor allem nicht, weil wir haben ja eigentlich 0. Dann stellst du auf 0, also 0 von 1 stellen. Ja, also es klappt. Der Zug ist ja nicht draußen. Oh. Oh. Der Train Construction Site hat einen Fehler verursacht. Oh oh. Das war wohl ich. Tut leid. Voll rausgeflattert. Ja, aber total. Ja, das Ding ist, der Train Depot, wo er gerade einen Zug schicken wollte, er hat, habe ich gerade abgebaut. Weil ich dachte so, hey, ich blitze jetzt mal neu. Anscheinend hey. Macht das die Mod nicht. Autosave 2, host dich mal, ne? Ja, mach mal. Scheiße. Den Tür wieder reinkommen, glaube ich. Tut mir leid. Ah. Ja, unmöglich hier. Okay, merken, wenn der den da hinschicken will, auf keinen Fall das Depot abbauen. Das crasht. Woran das wohl liegen könnte? Mysteriös. Schon gesehen, wie viel weg ist, Maxi? Oder wie viel er nicht gespeichert hat? Es sieht nach nicht viel aus. Also deine Haltestelle unten ist da. Optimal. Also Glück gehabt. Kannst du schon eine Position euch aufheben, oder? Ja, wurscht. Ja, ich hätte jetzt hier noch auf Penny gewartet. Jetzt kannst du wieder dumme Sachen machen, Matze. Ja.
Ist der Zug schon fertig? Nein, der ist noch nicht draußen. Die Aufnahme hast du wieder angemacht, fällt mir gerade ein. Ja, hab ich angemacht. Also ich baue das Ding erstmal nicht ab, ja? Ja, das ist besser. Ich baue mal lieber ein neues. Ja. Warum ich hier noch Ärger? Oh. Was ist da für eine Zughalterstelle? Wo ist die? Ja. Hier drei Lampen. So, da steht jetzt auch gerade dran, ne? Waiting for the pull request, ja? Ja. Ich jetzt sage, ich will das zu 1 schicken, ja? Steht er immer noch? Ja, ist okay. Wenn ich jetzt bei der 1 sage, 1 von 1. Ja. Dann steht da, Dispatching the train. Ja, aber er dispatcht halt nichts. Ja. Vielleicht, wenn ich sage, yo, ich pack dir nochmal einen Trainfiller rein und nochmal so einen Lock. Ja, es braucht uns. Toll, jetzt habe ich gleich zwei. Durch zwei wasted, falls es weg ist. Jetzt haben wir den Autosave. Ah. Oh Mann. Ja, schön. Und ein zweites Depot. Komponenten. Stromhammer. Ja. Dispatch in the train. Depot Request Status 0 von 1. Vielleicht, wenn ich einfach. Ich dreh mal. Warte, nein. Auf keinen Fall drehen. Nicht, dass die Sachen weg sind. Warte ganz kurz. Weil ich glaube, wenn du drehst, sind die Sachen weg drin, oder? Nee. Der dreht die dann einmal um. Hatte ich ausprobiert schon. Ich hab doch hier unten. Das gibt's doch nicht. Das hat doch immer funktioniert. Buffel-Effekt. Ja, vor allem im Kreativmodus hat eben alles easy geklappt. Hab da auf Request gedrückt, dann kam das Ding an. Ja. Muss ich nicht verstehen, oder? Nein. Durch das Kontrollverhalten deaktiviert. Wird. Steht beim Controller dran. Hm. Kaputt gespielt. Sehe ich auch gerade. Was denn für ein Kontrollverhalten? Wollen die von mir? Ja, einmal mit Zugprofis. Ja. Einmal mit Profis arbeiten. Natürlich Sinn ergeben. Denn? Ja, ich bin gerade mal mit Zugsignal rum. Oh, fahr da hin, los. Alter, ist die Lampe, ey. Lol. Hm? Ich habe hier gerade mal so eine Bahnhofslampe platziert. Aha. Die sind hell, ne? Das ist ja unnormal. Das hatte eben noch, ich hab's verstanden, ne? Ich muss mal zurück. Mhm. Das Ding ist, hat er eben alles funktioniert. War easy, ja? Hm. Aber ich bekomme hier den Zug nicht raus. Keine Chance gerade. Bis Tag ist hier.
Ja, dachte ich mir auch, als ich das Ding platziert hatte kurz. So, hä, ist Tag? Scroll raus. Ne, die Lampe. Ja, dann ist es witzig, wenn du sagst, okay, ich platziere das jetzt über dem Solarpanel und er liefert das Strom. Ja. Ich verstehe das gerade nicht. Hier steht, vor allem hier steht auch Dispatching Train drauf. Warum macht er das denn nicht? Dispatching Train steht auf einem, im Controller steht das drin. Was hat das ich speichere mal gerade. Ja, mach mal, bevor die Sachen nicht dran weg sind, nehme ich zwei Chronozüge weg. Ja. Also im Normalfall tue ich, oh, ja, ich habe links die Depots platziert, einfach bei den Depots Dinge anfordern. Jetzt mache ich mal das hier. Okay, mach mal. Dann muss ich nur den Controller werfen. Ja. Irgendwas ist hier deshalb, das nicht geht gerade. Hey. Ja, eigentlich, ich muss auf der anderen Seite von den Schienen platzieren. Wie jetzt? Hier drüben. Da? So. Undeutliche Position. Ja, eigentlich hier vorne links, oder? Die dürfen auch nur so platz, die müssen ineinander platziert sein, also mit den Lumpen. Ja, in den grünen Dingern, genau. Weil lässt mich das hier nicht mehr auf der rechten Seite von den Schienen platzieren. Warum ist eigentlich die Lok falsch rum hier platziert, das Depot bei der Lok? Ja, weil er gerade auf Tränen gedrückt hat, aber es hat sich nicht alles. Nee, Max, das hat sich nicht alles gedreht, das hat sich mit dir in Lok gedreht. Das macht Sinn. Das heißt, dann hätte aber doch zumindest die Lok rauskommen müssen. Ich kann es erst hier rechts platzieren, jetzt geht das. Nee, die Lok kann nicht rauskommen, weil Dings fehlt. Ungültige Position. Controller fehlt. Ja, gib mir bitte mal. Und mach's. Ja, oder so, mach nichts. So. Ja, Zug ist da. So, warte. Einfach nur Sprit rein tun, nichts anderes machen. Der hat Sprit, warum fährt er nicht? Ja. Warte, auf keinen Fall selbst bewegen, bitte. Die steht aktuell auf manuell. Er stand auf manuell. So. Jetzt steht's auch automatisch. Ich verstehe halt nicht. Ich hab das hier beim. Waiting for the pull request. Ja, hab ich. Ich hab nur Request gemacht, aber der will nicht. Das ist manuell fahren, das Ding. Vielleicht mit Change Builder nehmen? Er ist oft. Lol, da ist die zweite da. Was hast du gerade geändert, Maxi? Gerade, damit es geht? Warum ist jetzt wieder weg? Es gibt noch so einen zweiten Tab. Ich hab aber mal den gedrückt. Und wenn du es wieder platzierst. Moment. Ganz kurz. Die Drohne hat den abgebaut. Den Controller. Die fährt damit gerade rum. Ich verfolge die gerade. Ah, René hat's jetzt. Ja, René, du hast jetzt den Controller. Was habe Die Drohne hat hier einfach den Controller abgebaut. Den Trampler-Controller nice. Und hat ihn hier gebracht. Warum? Was ist das für ein Schwachsinn? Ja, weil irgendwie das Ding auf Abbauen gestanden hat. Irgendwie war der Befehl zum Abbauen da. Ach ja, immer. Perfekt. Also auch per Blueprint hier dahinter. Ah, Maxi, ziehen. Du hast die jetzt nicht zum Depot geschickt, ne? Da hat das automatisch gemacht, oder? Ein Tour in Depot. Weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich. Ich habe einfach nur darum geklickt und dann ist er weggefahren. Ja, optimal. Dann klappt das. Das heißt, rein theoretisch dürfte ich jetzt nicht mal, verschwinden. Wenn du, Matze, jetzt hier rechts da Change Builder nehmen. Und dann kannst du eins von zwei aussuchen. Ja, hab ich gestern gemacht, aber hat nicht geklappt. Vielleicht kann das nur der Host. LOL, vielleicht kann das nur der Host. Ja, es würde sogar Sinn ergeben. Nur, dass das vielleicht buggy ist. Deswegen ging das eben bei mir nicht. Wo ich das gerade gedrückt hab. Ja, und warum kann ich die Vagos jetzt nicht mit? Ich will die Vagos dran haben. Beide. Ja, weil der Zug schon gebaut ist. Du kannst den Zug hier abbauen. Und dann nochmal neu reinlegen. Ja, jetzt nicht. Wo sind die Vagos? Wow. Jetzt ist der Fuel weg. Ja, ist ja egal, von der Menge genug. Und die Waggons sind schon gebaut, übrigens, sehe ich gerade. Ja, jetzt muss der Zug nochmal bauen. 10 Stück noch, dann kann ich 300 km/h fahren. Perfekt. Alter, könnte das sich. Dafür haben wir zwei Züge mit 200 km/h hier. Ah, trotzdem schneller. Ja. Aber du hast nur das anderthalbfache vom Durchsatz. Ja. Gut, aber eins kommen wir da und der hat sogar ein bisschen Platz vom Waggon her. Nur eine Reihe mehr. Ja. Nicht mega viel, aber. Ich
finde es auf jeden Fall ganz cool, dass die hier so einen Eisenskin drauf haben.